Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Freitag, dem 20. Oktober 2023. Ich freue mich ganz besonders in diesen extrem aufgewühlten kriegerischen Zeiten zu begrüßen als Gast zum ersten Mal hier im Gespräch mit mir auf Weltwoche Daily unseren Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Pierre Heumann lebt in Tel Aviv und ist gerade ja um einen Bombenalarm herumgekommen. Lieber Pierre, ganz herzlich willkommen. Was ist passiert? Wie geht es dir? Wie ist die aktuelle Lage hier in Israel im Moment? Man muss unterscheiden. Ich bin in Tel Aviv, das ist relativ sicher. Es gibt schon ab und zu Bombenalarme, vor allem südlich, im südlichen Teil der Stadt, weil ich glaube, die Hamas möchte am liebsten den Flughafen treffen und da ist ein bisschen südlich der Stadt. Und das führt zu einer gewissen Nervosität, also wo man auch immer ist, ob im Café oder beim Friseur, wo will man immer zuerst wissen, wo ist der Schutzraum, bevor man überhaupt sich da irgendwie niederlässt, weil das kann jederzeit losgehen, das kann um 6 Uhr morgens sein, das kann um 12 Uhr Mitternacht sein, das ist einfach diese ständige Bedrohung. Wobei in Tel Aviv ist es relativ komfortabel im Vergleich zum Süden, die haben viel öfters Raketenbeschüsse aus dem Gazastreifen und dort sind eigentlich die Leute ziemlich, also vor allem auch die Kinder sind traumatisiert, 10-Jährige noch Bettnässe und weinen und heulen. Es ist ziemlich, das geht schon seit Jahren so. Also für die Leute im Süden ist das eigentlich keine neue Erfahrung, weil die sind seit, die Hamas diesen Gazastreifen regiert, sind sie damit konfrontiert. Nun ist es ja Jetzt. so, dass am 7. Oktober ist ja der sogenannte Iron Dome und der Iron Wall in Israel überwunden worden. Das sind ja die Schutzvorrichtungen, die zum Teil mit Milliardeninvestitionen gebaut worden sind, um eben genau das zu verhindern, was passiert ist. Wir werden auf diese schrecklichen Bestialitäten dann noch eingehen. Jetzt ist diese Schutzfunktion ja sozusagen ausgehebelt worden. Wie ist denn da jetzt die Stimmung bei dir, bei deiner Familie, auch bei Freunden? Lebt man jetzt in der ständigen Angst, dass da Raketen einschlagen könnten, dass diese Schutzschirme Israels, dass die gar keinen Schutz mehr bieten? Im Moment funktioniert der Iron Dome, die eiserne Kuppel, funktioniert eigentlich recht gut. Sie wird mit diesen Raketen relativ gut fertig. Es sind 85, 90% kann sie abfangen. Man muss trotzdem in den Schutzraum, weil dieser Iron Dome, der zerstellt diese Raketen in Stücke und diese Stücke können zu Boden fallen, sind aber nicht besonders gefährlich. Deshalb hat es auch eigentlich keine großen Katastrophen gegeben, trotz des massiven Raketenhagels aus dem Süden. Was aber versagt hat, ist der Schutzzaun. Dieser Zaun, der wurde offenbar, das weiß man erst jetzt, seit eigentlich gestern, der wurde nicht für die Horden angelegt, sondern um einzelne Infiltranten oder einzelne Terroristen abzuhalten. Der hat diesem Ansturm hat er nicht standhalten können, der war gar nicht darauf ausgelegt. Und die Israelis hatten eigentlich ein falsches Konzept. Das wurde hier sehr oft besprochen in den letzten 10 Tagen. Sie haben gedacht, dass die Hamas vernünftig ist und rational denkt und dass es der Hamas eigentlich darum geht, dass es der Bevölkerung gut geht. Und deshalb haben die Israelis immer mehr Palästinenser ins Land gelassen, um zu arbeiten, mussten dann am Abend wieder zurück. Also wenn du so willst, Grenzgänger. Aber das hat nicht funktioniert. Die Hamas hat in dieser Zeit, in den letzten 2 Jahren, hat sie diese enorme Attacke vorbereitet. Im Geheimen, der Geheimdienst hat vor 2 Tagen gesagt, mea culpa, haben das nicht gemerkt, wir haben einen Fehler gemacht. Hängt auch mit diesem falschen Konzept zusammen.
dass man gar nicht auf diesen Gazastreifen groß geachtet hat, weil man eben dachte, die Hamas seien vernünftige Politiker. Man hat sich also in falscher Sicherheit gewiegt. Bevor wir da noch auf diese Ereignisse eingehen, weil es gibt so viele Missverständnisse, Pierre. Also wenn ich auch bei uns in die Zeitungen blicke, wenn ich die Gespräche verfolge, auch im politischen Bereich, ich bin ja noch im Bundeshaus, wenn ich sehe, wie da über diese Hamas diskutiert wird, auch von Seiten von schweizerischen Diplomaten, wir werden das gleich vertiefen. Mich interessiert einfach noch die Stimmung, weil das kann man sich ja auch nicht vor Augen halten hier in der wohlbehüteten Schweiz, nicht wahr, wo wir uns mit allen möglichen Nichtigkeiten beschäftigen. Wie ist das Klima aktuell in Israel? Ist da eine Panikstimmung bei der Bevölkerung? Lebt man in nackter Angst vor jetzt weiteren Angriffen? Oder trägt man das Ganze, ich sage jetzt mal, mit heroischer Gelassenheit? Wie würdest du da die Atmosphäre beschreiben? Ich würde sagen, viele sind, wenn nicht die Mehrheit, ist traumatisiert von diesen Szenen, die Also sie da schockiert, man ist mitbekommen in einem haben. Schockzustand. Weil sie einen Schockzustand, man hat eigentlich auch eine Wut auf die Regierung und auf die Armee. Die Armee war bisher einer der wenigen Institutionen, der man vertraut hat. Dieses Vertrauen ist jetzt stark angeknackt. In die Regierung, laut Meinungsumfrage gestern Abend, die Regierung würde heute noch 20% der Stimmen bekommen. Die hat, also nicht nur, dass hier, dass die Regierung, der Regierungschef Netanyahu schon 15 Jahre oder noch mehr im Amt ist, aber er hat noch nie ein Wort gesagt, ich habe das zu verantworten. Und das nehmen ihm auch Anhänger, von ihm, nehmen ihm das sehr übel und begreifen das nicht, dass er so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Der Geheimdienstchef und der Armee, der Verteidigungsminister, die haben sehr wohl gesagt, wir tragen eine Mitschuld. Das hat man vom obersten Politiker in Israel bisher nicht gehört. Ja, die Leute haben Angst. Es gibt sehr viele Leute, die verlassen das Land. Flüge sind ausgebucht. Es ist sehr schwierig, einen Sitz zu bekommen. Die El Al ist einer der wenigen, die das Land noch anfliegen muss, weil sonst niemand kommt. Und viele haben die Flüge abgesagt. Im Süden ist die Situation ziemlich dramatisch. Also dort, wo dieser Überfall stattgefunden hat, im Süden des Landes, dort sind im Moment Zehntausende von Israelis auf der Flucht in die Mitte des Landes oder ans Tote Meer. Die werden dort untergebracht, in Hotels oder in Pensionen, auf Staatskosten. Seit heute gilt auch im Norden des Landes, also Kiryat Shmone heißt die Stadt hat über 20.000 Einwohner, die müssen alle die Stadt verlassen. Es gibt niemanden, der dem erlaubt wird, zurückzubleiben. Es sind insgesamt etwa 150.000 Israelis im Land selber auf der Flucht, vom Süden und vom Norden. Also das sind schon dramatische Vorgänge. Und ich möchte Pierre noch einmal zurückblenden auf diesen 7. Oktober. Mein Eindruck in der Schweiz ist, dass die Leute jetzt vielleicht gar nicht aus böser Absicht, dass sie das irgendwie noch verharmlosen, was da passiert ist. Man hat sich ja auch ein bisschen gewöhnt bei uns, ist etwas abgestumpft, oder ja, Terrorismus im Nahen Osten und so weiter, das gibt es ja. Und mir fällt auf, jetzt auch in der Berichterstattung, dass diese Gräueltaten, also für mich sind das Bestialitäten, die da passiert sind von Hamas, jetzt von außen betrachtet, eine neue Qualität. Und bei uns, einfach um dir das zu schildern, auch in den Diskussionen, die ich jetzt in Bern gehabt habe, man hat sich da durchgerungen, ein Hamas-Verbot zu machen, die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats. Bei der Außenpolitischen Kommission hat das dann schon eher anders geklungen. Man hat zwar das alles natürlich verurteilt, aber ja, und Verbot. Und es gab ein Interview mit einem Schweizer Diplomaten, mit dem Thomas Greminger, der gesagt hat, ja, mit der Hamas verhandeln, das sei schon auch wichtig. Also es wird so etwas der Eindruck erweckt, als sei eigentlich diese Hamas eine politische Organisation, zwar terroristischer Natur, aber doch irgendwo ein Verhandlungspartner. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis und ich glaube, darin liegt auch eine Verharmlosung dessen, was da vorgefallen ist. Wir bekommen jetzt ja Polizeiberichte,
Kannst du aus deiner Anschauung und aus deinen Kenntnissen einfach nochmal, um den Leuten hier zu erklären, dass sie sich ein Bild machen können, was ist da genau passiert an diesem 7. Oktober? Was haben diese Hamas, Mörder, ich muss es so sagen, diese Killer, was haben sie gemacht? Ich kann nur Einzelbeispiele nennen, die jetzt langsam auch an die Öffentlichkeit dringen. Es war wirklich das absolut Böse, das ich hier gezeigt habe. Die Leute sind, also erstens mal wurden die Israelis überrascht, das haben wir schon gesagt. Hunderte von Hamas-Leuten, das sind keine Freiheitskämpfer im Übrigen, das sind einfach Mörder und Schlechter und Terroristen. Terroristen ist vielleicht noch fast zu nett gesagt. Die sind eingedrungen und in die Kibbuzim, die waren bewacht, aber nur für zwei, drei Terroristen, die kommen und nicht für Horden. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, also da kamen zwei, drei Terroristen in unser Haus, sind eingedrungen und die Familie war im Schutzraum. Der ist so zugemacht, zugeschlossen, dass er nicht geöffnet werden kann. Dann haben die Terroristen haben einen Nachbarjungen geholt, einen 16-Jährigen, und der soll ihnen auf Hebräisch gesagt haben, öffnet die Tür, es ist alles in Ordnung. Dann haben sie die Tür geöffnet und dann war es eben nicht mehr in Ordnung. Sie mussten sich auf den Boden setzen. Die hatten ein zweijähriges Mädchen und ein halbjähriges Baby. Die mussten alle am Boden sitzen mit Waffen auf sie gerichtet. Und dann kam noch eine Nachbarsfamilie, dasselbe Prozedere, auch in dieser Küche am Boden sitzen. Und dann wurden zwei Männer abgeführt. Zuvor wurden noch Frauen vergewaltigt. Es gab andere, also vor den Augen der Kinder und der Ehemänner. Es gab auch Szenen, wo, das hat man nachher festgestellt, die Gerichtsmediziner, dass man den Leuten die Augen ausgestochen hat, dass man Kinder vor den Augen der Eltern erschossen hat, dass man sie gefoltert hat, gedemütigt hat. Und es ist unbegreiflich. Also auch gestandene Leute, die schon sehr viel Gewalt gesehen haben und Folgen der Gewalt, die haben zum Teil vor laufender Kamera, mussten die weinen, nicht schluchzen, aber man hat einfach gemerkt, die sind emotional sehr stark betroffen. Ja, und etwa 200, also es wurden über 1000 ermordet. Und zum Teil weiß man noch nicht mal, wo die Leichen sind. Es fand ja am selben Tag, fand in der Nähe, ganz nah an der Grenze, fand ein Musikfestival statt. Und dort waren Hunderte von jungen, meistens jungen Leute, die, das war wie eine Menschenjagd. Die sind dann geflüchtet, geflohen, versuchten zu entkommen und dann wurde auf sie geschossen. Also es war wirklich so wie eine Hetzjagd auf die Leute. Insgesamt sind über 1000 Leute umgekommen. Viele Leichen hat man noch nicht gefunden. Man weiß einfach, die sind nicht mehr da. Und etwa 200 plus minus Israelis wurden entführt in den Gazastreifen. Darunter sind zum Beispiel eine 80-jährige Frau, die ist jetzt gestorben vor 2 Tagen. Darunter sind Kinder. Darunter sind eine schwangere Frau, die, sagt man wie in Gaza, die hat in Gaza jetzt ein Kind geboren. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das wurde mir erzählt. Es war wirklich bestialisch und möchte einfach sagen, das hat mit Freiheitskampf nichts mehr zu tun. Das sind nicht irgendwie Aktivisten, wie man oft schreibt, oder eben Freiheitskämpfer. Das ist schon deshalb irrsinnig und falsch, weil die Hamas regiert den Gazastreifen seit 7 oder 8 Jahren selbstständig, autonom. Das hätte ein Singapur werden können, ein florierendes Gebiet, aber die Hamas hat, statt der Bevölkerung das zu ermöglichen, hat sie sich auf die Rüstungsindustrie verlagert. Weil du verfolgst diesen Nahostkonflikt seit vielen Jahren. Ich meine, du bist ein langjähriger, jahrzehntelanger Weltwoche-Autor. Ich kann mich noch erinnern, als Student, als ich noch selber gar nicht richtig journalistisch tätig war, hast du vermutlich auch noch als junger Journalist hast du berichtet aus diesen Gebieten. Du kennst das, du kennst die Geschichte von Israel, du kennst die Geschichte des Nahen Ostens. Ist das, was wir erlebt haben am 7. Oktober, ist das eine neue
Qualität in Anführungszeichen, eine neue Dimension des Terrors, ist das für einen, ich sage jetzt mal, mit allen Wassern gewaschenen und auch ja, mit vielen Fürchterlichkeiten schon konfrontierten Journalisten eine ganz neue Dimension gewesen, was du da gehört hast. Vollkommen. Das hat es meines Wissens noch nie gegeben, sicher nicht in dieser Masse. Es hat vielleicht mal vereinzelt Übergriffe gegeben, die man als übermäßige Gewalt taxieren kann. Aber in dieser Masse ist das noch nie vorgekommen. Ja. Und es hat eben auch politischen Einfluss. Also es ist nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern auf beiden Seiten, also weil die Israelis müssen, können gar nicht anders, müssen zurückschlagen. Und das fordert natürlich enorme Opfer auf der palästinensischen Seite, also im Gazastreifen. Aber das verhärtet den ganzen Konflikt und macht ihn eigentlich noch unlösbarer, als er bisher war, weil sich die Palästinenser auch in der Westbank jetzt immer mehr mit den Palästinensern im Gazastreifen solidarisieren. Und das ist ja auch etwas, wir haben darüber gesprochen, Pierre, im Zusammenhang jetzt mit diesem, mit diesen Gemetzeln und diesem Terror. Das ist auch eine neue Entwicklung, oder? Dass eben die Palästinenser im Westjordanland, in der Westbank, die haben bisher, wie du mir geschildert hast, eigentlich diese Hamas sehr kritisch gesehen, um nicht zu sagen auch gehasst und gesagt, diese Hamas-Leute sind auch schlimmer als die Israelis sozusagen. Und hier beobachtest du jetzt plötzlich eine Art, einen Solidarisierungseffekt. Ja, das ist so. Vor dem 7. Oktober haben viele Leute, viele Palästinenser in der Westbank, haben ihre Glaubensbrüder im Gazastreifen eigentlich verachtet, hatten sie nicht gern. Aber jetzt gibt es eine Solidarisierung. Das wird sich wahrscheinlich heute am Freitag zeigen, am heutigen Freitag zeigen, weil die Hamas hat zu großen Demonstrationen aufgerufen, um sich mit den Leuten eben zu solidarisieren. Dazu aufgerufen hat unter anderem Khaled Mashal, das ist einer der früheren Hamas-Chefs, der aber in Katar eine ziemlich bequeme Existenz hat. Du beschäftigst dich auch mit der Hamas schon lange. Ich kann mich erinnern, damals war ich schon bei der Weltwoche, zu Beginn der 2000er Jahre. Du hast den Hamas-Gründer, ich glaube, er ist einer der Hamas-Gründer, Scheich Yassin, den Blinden, glaube ich, den Blinden Terrorgreis, wie er, glaube ich, genannt wurde, den hast du interviewt. Wir haben damals das Hamas-Programm abgedruckt, was mich persönlich damals an Hitlers Mein Kampf erinnert hat. Also in seiner, das ist nicht einfach Antisemitismus, das waren Vernichtungsfantasien. Kannst du auch hier, es geht einfach um Aufklärung. Ich möchte den Leuten auch in der Schweiz vielleicht hier etwas die sensibilisieren, beziehungsweise ihnen vor Augen führen, womit wir es da zu tun haben. Kannst du erklären, was ist diese Hamas und warum ist diese Hamas nicht einfach ein politischer Akteur, sondern auch von ihrem Programm her etwas Spezifisches, was man in unserem Kontext hier in der Schweiz gar nicht kennt. Also ja, diese Hamas, was ist das? Was muss man wissen? Was ist hier das Entscheidende? Es ist eigentlich eine religiöse Ideologie, die Hamas, diese Charta, die damals gegründet wurde oder damals geschrieben wurde. Und die sagt, dass von Palästina kein Quadratzentimeter abgegeben werden darf an Nichtgläubige. Das bedeutet, ein Kompromiss ist nicht möglich. Das steht so in der Bibel, sage ich jetzt mal, also in der Hamas-Verfassung. Und deshalb macht es leider keinen Sinn, mit den Leuten zu sprechen von der Hamas, weil das ist ihr Glauben. Man kann höchstens einen befristeten Waffenstillstand aushandeln. Dazu sind sie quasi religiös berechtigt. Eine sogenannte Hudna, das kann 5 Jahre, das kann 10 Jahre dauern, laut ihrer Charta. Aber grundsätzlich gibt es mit der Hamas nicht zu sprechen, weil das ist eine religiöse Bewegung, die sich auch auf
Ideologen bezieht, wie Saif Qutb, der für die Muslimbrüder in Ägypten wichtig war. Die Hamas ist ja quasi eine Fortsetzung der Muslimbrüder, die aber die Gewalt in obszöner Weise jetzt auf die Spitze getrieben hat. Vielleicht nur eine Zwischenbemerkung. Die Muslimbrüder, jetzt für Leute, die mit diesem Kontext nicht so vertraut sind, du würdest mich korrigieren. Die Muslimbrüder waren eine Reaktion, ich glaube, in den 20er Jahren oder vielleicht einem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, eine Reaktion auf die Entwicklungen in Ägypten mit dem General Nasser und diesen Säkularisierungstendenzen, Verweltlichungstendenzen nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, haben ja viele dieser ehemaligen Staaten des Osmanischen Reiches, muslimische Staaten, haben gesagt, wir sind zusammengebrochen, wir müssen uns verweltlichen, wir müssen uns verwestlichen, wir müssen die Religion zurückdrängen. Und dann haben sich eben solche fanatische, könnte man sagen, religiöse Bewegungen gegründet, vielleicht ähnlich wie im Iran dann mit dem Ayatollah Khomeini als Reaktion auf den Schah von Persien, die dann eben die Religion, den Islam in einer ganz fanatischen Art und Weise mit einem Ausschließlichkeitsanspruch definiert haben. Ist das richtig zusammengefasst? Kann man das in diesem Kontext einbetten? Das kann man ja. Und es war ursprünglich auch eine antikoloniale Bewegung, also gegen die Briten und auch gegen den westlichen Lebensstil, wie du gesagt hast. Also das war so ein Zusammentreffen von zwei Richtungen. Und die Hamas ist ja quasi eben eine Fortsetzung der Muslimbrüder, dass die haben ihre Wurzeln in Ägypten. Und so, und jetzt, aber die Muslimbrüder waren nie so bestialisch. Ja. Also Da würde eine man ihnen eigene Unrecht. Entwicklung, eine Radikalisierung. Nun ist mir aufgefallen, in diesem Programm, das wir damals veröffentlicht haben, du kannst dich gut erinnern, das war, also ich war fassungslos, als ich das gelesen habe. Da ist ja wörtlich also sinngemäß drin gestanden, in solchen Formulierungen, das Hamas-Programm. Man muss jeden Juden umbringen, wo er auch immer ist. Versteckt er sich hinter einem Baum, versteckt er sich hinter einem Stein, also mit einer fast schon bildhaften Sprache für mich an eben Hitlers Mein Kampf erinnernd. Ist das das Programm auch nach wie vor der Hamas? Ist das die Philosophie letztlich? Also das ist damals dokumentiert, wir hatten das abgedruckt. Das ist ja das ist ja nicht nur eine Kompromisslosigkeit, das ist ein nihilistischer Vernichtungsanspruch, der da erhoben wird. Diese Verfassung, diese Charta, die wurde in, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren wurde die ein bisschen abgeschwächt, ein bisschen moderater verfasst, damit sie im Westen nicht so schlecht wegkommt. Aber im Grundsatz hat sich nichts geändert. Einfach ein Beispiel. Ich habe gestern mit einem Palästinenser im Gazastreifen telefonisch gesprochen und ihn gefragt, und er hat mir erzählt, wie schlecht es ihnen geht. Kein Wasser, kein Strom, Brot knapp und so, das ist ja alles richtig. Dann habe ich ihn gefragt, ja, ob er nicht das Gefühl habe, dass die Hamas daran eine Mitschuld hätte. Und dann war er ziemlich fassungslos und sagt, nein, also weil sie eben diesen Gegenschlag der Israelis provoziert haben mit dieser Wahnsinnsaktion am 7. Oktober. Und dann sagt er, nein, wieso ich das frage? Und sage, ja, könnte ja sein, dass ihr ihr wisst ja, dass die Israelis zurückschlagen, wenn ihr Raketen schickt oder noch zwei, oder jetzt noch schlimmer, 200 Leute entführt und 1000, weiß nicht, 2000 tötet. Nein, wir sind stolz auf die Hamas, hat er gesagt, dass sie das den Israelis endlich gezeigt haben, wir sind auch stark. Und ich glaube, das ist auch ein Problem für den Westen, für Europa, vielleicht für Amerika, weil wenn die Israelis dieser Horde nicht standhalten kann, und die Israelis haben immer noch eine gute Armee, trotz allen Fehlern, die sind mehr politisch bedingt, frage ich mich, wie wollen das denn andere Länder handhaben, wenn so eine Horde auf sie zukommt? Und deshalb glaube ich, ist das auch für Europa von Relevanz, um zu lernen, also quasi von Relevanz, was hier geschieht, um zu lernen, was geschehen kann und was man vielleicht dagegen tun könnte. Wenn man dem nicht Einhalt gebietet. Ja, diese Situation, da wird viel natürlich auch bei uns diskutiert und es gibt das Argument im Westen, auch in unseren Zeitungen,
auch im öffentlichen Raum, in den sozialen Medien. Da wird gesagt, ja, diese Hamas, zwar alles zu verurteilen, ganz schlimm, aber man muss sehen, das ist natürlich auch eine Reaktion auf die Art und Weise, wie Israel die Palästinenser behandelt. Und da sind ganz viele Fehler gemacht worden. Und die Israeli haben eben dieses Monster da auch mit aufgebaut, beziehungsweise die Hamas ist sozusagen der personifizierte Hass der Palästinenser. Und dieser Hass hat eine rationale Wurzel. Und das ist die Unterdrückungspolitik der Israeli. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, man muss hier Israel kritisieren, oder weil sie eben das da übertrieben haben gegenüber den Palästinensern und so weiter und so weiter. Du kennst dieses Argument. Was sagst du dazu? Was sagst du Leuten, die so argumentieren? Die Israelis sind sicher keine Sonntagsschüler im Umgang mit den Palästinensern, auch auf der Westbank. Aber auch die Palästinenser sind keine Sonntagsschüler. Also hier stehen sich eigentlich zwei Leute gegenüber oder zwei Völker gegenüber, die sich gefunden haben. Aber was am 7. Oktober geschah, hat mit Freiheitskampf oder mit schlechter Behandlung schlicht nichts zu tun. Also, weil das war wirklich das Urböse, das da ausgebrochen ist. Und ich kann mich, wenn das quasi ein Freiheitskampf wäre, dann könnte man sagen, okay, vielleicht ein bisschen wild geführt, und vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die Gaza, die sozusagen die Hamas im Gazastreifen kontrolliert diesen Streifen ja selbstständig. Da die Israelis haben sogar die Grenzen geöffnet am Anfang, als die Hamas hier, nachdem die Hamas die Fatah, die anderen, die Säkularen herausgeworfen hat in einem Bürgerkrieg. Aber sie haben das nicht genutzt. Wie ich schon gesagt habe, sie haben statt das Land zum Blühen oder statt das Land zum Blühen zu bringen, haben sie es eigentlich ins Verderben gezogen, indem sie Raketen auf Israel geschossen haben. Und die Israelis haben darauf reagiert. Ich glaube, das würde jeder so machen, indem sie die Grenzen abgeriegelt haben, weil das sind offenbar keine Freunde oder keine freundlichen Nachbarn. Und das hat vielleicht zu einer Extremisierung der Hamas geführt, aber sie haben das provoziert. Es ist der Hamas nichts lieber, als wenn sie Leichen ihrer Bürger vorzeigen können, weil das im Westen eben entsprechend anti-israelisch wirkt. Auch jetzt, die Hamas-Leute sind im Untergrund, sind Feiglinge, denen eigentlich bisher mit Ausnahme von gezielten Tötungen von einigen, aber die große Masse ist im Untergrund. Dieser Palästinenser in Gaza, von dem ich soeben gesprochen habe, der sagt, wir sind absolut allein. Wir sehen keine Verwaltung, keine Politiker, die sind alle weg. Und wie gesagt, das sind brutale Feiglinge, die ja, Ihr eigenes und Volk die eigentlich Israelis auch sind, als Schutzschild benutzen, ja, als klar, Instrument im als Krieg. menschliche Schutzschildung, ja, Ja. Das ist das ein ist so, ja. zweites Argument, wo ich dich darauf ansprechen wollte. Ich habe das in einer Daily-Sendung auch schon diskutiert. Es gibt auch Stimmen bei uns, die sagen, ja, jetzt muss Israel natürlich aufpassen, man muss da maßvoll zurückschlagen. Die Israeli dürfen jetzt da auch nicht zivile Opfer produzieren. Das ist, sei dann ganz verwerflich und das seien dann auch völkerrechtswidrige Angriffe und so weiter. Ich habe das Argument gebracht heute Morgen im Daily. Ich habe gesagt, jede Rakete der Hamas ist im Grunde ein Kriegsverbrechen, weil die Hamas ganz gezielt in Wohngebiete in Israel diese beschießt. Und die israelische Armee ist ja nicht in den Wohngebieten drin. Also das sind willentlich ausgewählte zivile Ziele und als solche ist im Grunde jede Hamas-Rakete ein Kriegsverbrechen. Nun umgekehrt Israel ein Rechtsstaat, natürlich. Das heißt, die Kriegsführung Israels darf nicht darauf abzielen, einfach wahllos die Zivilbevölkerung umzubringen. Also soweit kann man das Argument nachvollziehen. Aber wenn du es natürlich mit einem Gegner zu tun hast, der sich in den Wohngebieten, also die Hamas, in den Wohngebieten selber versteckt, der sogar in Spitälern oder in Schulen Waffenlager anlegt,
der seine Hauptquartiere ganz bewusst in zivile Zonen hinein verlegt und es eben damit auch darauf ansetzt, Israel zu verleiten, eben in diese zivilen Gebiete militärisch vorgehen zu müssen, dann ist das ja eine andere Situation, das ist eben asymmetrische Kriegsführung. Wie geht Israel mit diesem Dilemma um? Wie ist ja den Politikern auch bewusst? Ich meine, wenn man da ein Gemetzel anrichtet in der Zivilbevölkerung, dann wird das natürlich auf der Welt entsprechend dann auch interpretiert und dass solche Differenzierungen werden dann nicht wahrgenommen. Wie geht Israel mit diesem Dilemma der asymmetrischen Kriegsführung und dieser jetzt Eskalation um? Das ist ein Problem. Die Israelis versuchen das auf zwei Arten. Sie versuchen das auf zwei Arten zu mildern. Erstens, bevor sie ein Haus zum Einstürzen bringen, weil sie dort eine Hamas-Zentrale vermuten, eine Hamas-Zentrale, in der Zivilisten leben, wo sind Wohnhäuser, klopfen sie quasi mit dem Helikopter oben aufs Dach, was die Palästinenser wissen, und dann wissen die Palästinenser, jetzt müssen wir vielleicht gehen, sonst stürzt unser Haus zusammen. Die Israelis werfen Flugblätter ab über dem Norden des Gazastreifens mit der Aufforderung, verlässt euer Gebiet in Richtung Süden, wir greifen demnächst an. Und sie erhalten Es gibt solche Telefonanrufe. Vorwarnungen. Man versucht im Rahmen. Es gibt Vorwarnungen. Es gibt auch Telefonanrufe an die einzelnen Leute. Ihr geht besser weg, geht Richtung Süden. Was die Hamas tut, sie sagt, geht nicht. Geht nicht. Das ist psychologische Kriegsführung. Die Israelis werden das nicht tun. Damit wollen sie eben diese Bilder, von denen wir gesprochen haben, wollen sie quasi vergrößern, damit es einen möglichst großen Aufschrei gibt im Rest der Welt, im Westen und auch in der arabischen Welt vor allem. Und sie haben sogar, Hamas-Truppen haben auf Palästinenser geschossen, die Richtung Süden sich in Sicherheit gebracht haben, damit sie nicht fliehen. Also das ist wirklich, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung sind sie äußerst brutal. Wir haben gesehen, eben diese Eskalation und diese Schuldzuweisungen, das geht dann sehr schnell. Wir haben jetzt diese Berichterstattung gehabt über das Spital im Norden des Gazastreifens, glaube ich, ist das gelegen, dieses Spital, das da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist eine Explosion hat da stattgefunden, ich glaube auf einem Parkplatz im Spital. Es hat auch Hunderte von Toten gegeben, eine große Diskussion, sehr schnelle Schuldzuweisungen an Israel, dass man eben hier genau solche zivilen Ziele beschieße und das gehe gar nicht und man müsse das auf Schärfste verurteilen. Wie hast du diese Berichterstattung über dieses Spital erlebt? Es war offensichtlich, dass kurz nach diesem Einschlag, das war keine Bombe, sondern es war ein Einschlag auf einem Parkplatz beim Spital, bei der Klinik, wussten alle eigentlich, es gibt einen Verantwortlichen, das ist Israel. Und das haben nicht nur in arabische Blätter so verbreitet, sondern eben auch wichtige westliche Blätter wie BBC, New York Times und auch in der Schweiz und in Deutschland wurde das zum Teil so berichtet oder offen gelassen. Wer könnte das gewesen sein? Die Israelis haben etwa nach 3 oder 4 Stunden hat der Armeesprecher reagiert und eine Pressekonferenz gemacht und bewiesen, dass das nicht eine israelische Bombe war, die hier eingeschlagen ist, sondern eine fehlgeleitete Rakete der Palästinenser. Seit dem 7. Oktober sind etwa 450 palästinensische Raketen auf palästinensischem Gebiet gelandet, die eigentlich für Israel bestimmt gewesen wären. Also es war nicht das erste Mal, dass eine palästinensische Rakete fehlgeleitet ist. Aber dann war die Meldung eigentlich schon draußen. Die Beweise der Israelis, die auch die Amerikaner nachher in eigenen Recherchen bestätigt haben, ein Abwurf einer Bombe müsste einen Krater hinter sich lassen. Es gibt keinen Krater, wie man auf Luftaufnahmen sieht. Zweitens müsste das Gebäude stark beschädigt sein, was nicht der Fall ist.
Ja, Ja, man hat das das sind auch bei eigentlich den Autos die. gesehen. Ich habe mir diese Bilder auch angeschaut. Also die Autos sind ausgebrannt, aber sie sind nicht Genau. zerrissen. Die Struktur ist nicht zerstört worden. Und eben die Bilder der Krater. Es gibt ja auch ein Telefongespräch, wobei da muss man ja wahnsinnig aufpassen im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Da lässt sich auch alles faken und man weiß, im Nebel des Krieges ist es sehr, sehr schwierig, sich ein Bild zu machen. Aber es gibt ja auch ein Telefongespräch zwischen zwei Hamas-Leuten, wo der eine dem anderen sagt, das sei eine von Das ist unseren ein Unglück Raketen, die passiert. da abgestürzt ist, beziehungsweise Trümmerteile, die da Verheerungen angerichtet hätten. Was ist zu dieser Quelle zu sagen, zu diesem Befund? Ist das auch ein Argument, das da eingeschätzt wird? Wie beurteilst du das? Für mich ist das Argument authentisch. Also ich glaube nicht, dass die Armee, aber jetzt viele werden sagen, ich sei naiv vielleicht oder gutgläubig, aber ich glaube nicht, dass die Armee so ein Gespräch quasi konstruiert, um zu beweisen, dass sie recht hat, also mit ihrer Argumentation. Würde ich ausschließen. Das war ein Dschihad-Mensch, hat einem Hamas-Kollegen das mitgeteilt und dann noch ein drittes Argument, der Abschuss der Rakete, die Israelis wissen ziemlich genau, wann eine Rakete losgeht, Abschuss der Rakete und Einschlag beim Spital auf dem Parkplatz, das war in derselben Sekunde. Also, das wäre schon ein ziemlich großer Zufall, wenn gerade zu dieser Also Zeit noch eine physikalisch eigentlich Rakete. unmöglich in dem Sinn. Ja. Ist unmöglich. Aber der Schaden, der sind alle im arabischen Raum sind überzeugt, dass die Israelis das waren, Kriegsverbrechen und Spitäler angegriffen. Und das ist im Moment ein Problem. Auch in Europa stelle ich fest, in Berlin zum Beispiel Riesendemonstrationen von Muslimen gegen die Israelis, ziemlich gewalttätig auch, weil die Leute einfach überzeugt sind, dass die Israelis diese paar hundert Leute auf dem Gewissen haben. Also interessant jetzt auch, ich habe gerade noch vor unserem Gespräch jetzt die Schlagzeilen angeschaut in unseren Medien. Da wird die Frage immer noch offen gelassen, oder? Man sagt, es gibt Genau. Indizien, die Israel entlasten, aber es sei halt noch ungeklärt. Mein Eindruck ist, aber eben, ich stütze mich da wirklich einfach auf das ab, was ich sehe. Ich frage mich auch, cui bono, wem nützt so etwas? Nützt ja den Israeli überhaupt nichts, wenn sie ein Spital bombardieren, es sei denn, es gäbe dort ein verstecktes Waffenlager. Umgekehrt ist das natürlich genau im Interesse dieser Opfermythologie, die da beschworen wird, oder wir sind die armen Kerle. Ja, auch nicht völlig falsch, aber dieser Opfermythos, und es sieht für mich nach einem Unfall aus. Also es ist nicht eine absichtliche, weder von der einen noch der anderen Seite eine absichtliche also eine absichtliche Aktion, aber die Indizien oder das, was man sieht, entlasten Israel. Das ist mein Eindruck, jetzt subjektiv. Ja, ich würde das. Also ich würde das auch so sehen und auch die Amerikaner sehen das so, die das aufgrund von Luftaufnahmen von Satellitenbildern überprüft haben. Weil es gibt keine Anzeichen, dass da eine Bombe runtergegangen ist. Ja. Noch eine letzte Frage zu Hamas, bevor wir uns zum Schluss des Gesprächs jetzt mit den Auswirkungen und den Weiterungen dieser Eskalation beschäftigen. Eine ganz kurze Frage, vielleicht eine kurze Antwort. Wenn man die Hamas vergleicht mit anderen Terrororganisationen, zum Beispiel dem Islamischen Staat, der ja auch mit diesen Gräuelbildern, mit den Köpfungen und all diesen Fürchterlichkeiten oder verbrannten Soldaten, die haben ja geradezu inszeniert, ich kann mich erinnern, ein Film, der da gezeigt wurde, wie sie einen jordanischen Piloten, diese IS-Kämpfer, den haben sie bei lebendigem Leib verbrannt und haben das als Propaganda-Video, also wie ein Splatter-Horror-Movie, haben sie das nach vorne gebracht hier, um sozusagen diesen Angst und Schrecken da zu verbreiten. Wie ist diese Hamas zu vergleichen mit dem IS? Wie fällt da dein Fazit aus? Und eine kurze Bemerkung noch, dann würden wir zu den Weiterungen gehen. Was ist deiner Meinung nach das Motiv jetzt dieser Gräueltaten? Der Vergleich mit dem Islamischen Staat, ich würde sagen, die Hamas waren gute Schüler, sind gute Schüler gewesen, haben das schon genau abgeguckt, was man da, wie man da vorgeht, um möglichst
möglichst viel Gräuel zu machen und möglichst viel PR-Effekt zu haben. Im arabischen Raum haben sie das im Moment, was sie vor einer Woche eben nicht hatten, solange das Spital noch intakt war. Ihr Ziel, ihr Motiv ist Hass. Hass. Hat mit Freiheit, Unabhängigkeit, mit Nationenbildung überhaupt nichts zu tun. Das ist Hass und ein tiefer religiöser Hass. Und ein Hass, der letztlich darauf abzielt, im Grunde eine Mobilisierung der Herzen, der hasserfüllten Herzen, um es jetzt etwas bildhaft auszudrücken, eine Mobilisierung des Hasses gegen Israel mit dem Ziel, letztlich die arabische Welt, also so interpretiere ich das irgendwie jetzt aus meiner völlig beschränkten Sicht hier aus der Schweiz heraus, das Ziel, eine derartige Hasswelle, eine Tsunamiwelle des Hasses zu produzieren, um Israel zu zermalmen. Also man möchte hier sozusagen also man spürt hier ein Aufbäumen mit einem existenziellen Vernichtungsziel gegenüber Israel. Das, ja, einfach, was mir vor einer Woche aufgefallen ist, also vor diesem Ding mit dem Spital, Al-Ahli-Spital, was mir aufgefallen ist, die Hamas hat zu einem Tag, zu einem Freitag der Unruhen aufgerufen und hat gehofft, dass die Araber, die Muslime, in Scharen auf die Straße gehen. Und sie wurden enttäuscht. Die Araber gingen nicht auf die Straße, mit Ausnahme von Jordanien, das ist ein Spezialfall. Auch die israelischen Araber, die sonst, die vor 3 Jahren, als es auch so einen Schlagabtausch gab, die waren sehr gewalttätig gegenüber dem Staat, haben staatliche Symbole verbrannt und angegriffen. Dieses Mal ist mir nichts bekannt. Im Gegenteil, mir hat Seruya Shalev im Interview für die Weltwoche hat mir gesagt, Der wir neuen Juden Ausgabe. und wir Araber arbeiten zusammen, um die Schutzräume vorzubereiten, weil wir müssen ja dann zusammen dort sein. Also das hat nicht geklappt aus der Sicht der Hamas. Die wurden ziemlich allein gelassen von den Arabern. Nicht in Europa. In Europa gab es ziemlich eine große Solidaritätswelle. Nach diesem Spital ist das anders. Also ich bin sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird, ob die Hamas immer noch von den Muslimen im arabischen Raum, ob die immer noch isoliert ist oder nicht. Schauen wir jetzt etwas in die Zukunft zum Schluss, Pierre. Was werden deiner Meinung nach die Wirkungen sein? Wir haben erlebt in den letzten Jahren, es gab eine Annäherung zwischen den arabischen oder vielen arabischen Eliten und Israel, den Regierungen. Wir haben die sogenannten Abraham-Verträge gesehen, wo es Friedensschlüsse, Abkommen gab. Zuletzt sogar Saudi-Arabien hätte mit Israel hier solche Übereinkünfte treffen sollen. Es gibt auch die Interpretation, dass eben die Hamas sozusagen das Monster, das da entstanden ist und quasi als Speerspitze der arabischen Welt gegen Israel, dass diese Hamas durch diesen Friedensprozess und diese Annäherung drohte, überflüssig zu werden und sich dadurch auch in Erinnerung rufen wollte, beziehungsweise ein ganz fürchterliches, eine Provokation, ein Lebenszeichen, jetzt in Anführungszeichen, von sich geben wollte. Werden nun diese Eskalationen, wird nun das Kalkül des Hasses aufgehen? Wird es dieser Hamas gelingen, diese Annäherungsprozesse zum Entgleisen zu bringen? Stehen wir vor einer neuen Eskalation des Nahostkonflikts zwischen der arabischen Zivilisation, wenn man so will, und der jüdischen Zivilisation, und haben wir sogar die Gefahr eines dritten Weltkriegs? Also das sind die Fragen, die mir im Moment durch den Kopf gehen, wenn eben dann noch der Iran sich einmischt, wenn die Hisbollah angreift, aus dem Libanon kommend und so weiter. Kannst du da etwas uns einen Hinweis geben, ein paar deiner Intuitionen, wie es jetzt weitergehen könnte? Also diese Abraham-Vereinbarungen zwischen Israel und den Golfstaaten und Marokko und auch dem Sudan, die kühlen sich jetzt vielleicht etwas ab. Das ist möglich, die Beziehungen, aber ich glaube, die wirtschaftlichen Interessen
auf beiden Seiten, oder vor allem auf arabischer Seite jetzt, also bei den Golfstaaten, die sind zu stark, als dass sie sich davon verabschieden möchten. Kommt dazu, dass die Palästinenser eigentlich nicht sehr viele Sympathien haben im Golfraum. Also man sieht die nicht sehr gern. Ja, Die man nimmt sie Beziehung nicht oder auf. da, Die Flüchtlinge werden zurückgewiesen. Ägypten, genau. andere Staaten wollen keine palästinensischen Flüchtlinge Genau. aufnehmen. Auch es gibt Palästinenser in den Golfstaaten, aber das sind nur die gut Ausgebildeten. Die sind in den Banken, in Versicherungsgesellschaften, im Hotel und so. Die einzigen, die aufnehmen, sind die Europäer. Das einfach so in einer Klammerbemerkung. Mit den Saudis, das wird nicht so schnell gehen, wie man bisher gedacht hat, weil die Saudis haben eine sehr konservative Bevölkerung und die müssen ein bisschen aufpassen, was sie machen, damit es keinen Aufstand gibt. Aber letztlich sind auch die Saudis nicht nur wegen Israel an einer Kooperation interessiert, sondern auch, weil die Amerikaner ziemlich viel versprochen haben für die Saudis, also militärischer Schutz und Atomkraft und so weiter. Und die Saudis brauchen die Amerikaner als Schutz gegenüber dem Iran. Ich meine, das ist wahrscheinlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Antriebsfaktoren für die Saudis, mit den Israelis einen Normalisierungsprozess einzuleiten. Und hinter dem ganzen Krieg, also Hamas und du hast die Hisbollah erwähnt, gestern Nacht kam eine Rakete oder kamen mehrere Raketen aus Jemen in Richtung Israel. Die wurden von amerikanischen Kriegsschiffen abgefangen. Die Houthis, die abgefeuert haben, das sind auch Statthalter des Iran im Jemen. Die Hisbollah hast du auch schon erwähnt. Also das sind quasi diese Statthalter der Iraner, die statt selber einen Krieg anzuzetteln, schicken sie die diese vor. Ob die Hisbollah angreifen wird, ich weiß es natürlich nicht. Ich würde jetzt argumentieren, die Iraner brauchen die Hisbollah quasi als eine silberne Kugel, Silver Bullet, für den Fall, dass Israel auf die Idee kommen könnte, den Iran direkt anzugreifen. Und dann würden die Iraner die Hisbollah vorschicken. Jetzt, wenn sie jetzt schon kommen, die Hisbollah, dann, die sind dann erledigt, würde ich jetzt mal annehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Iraner den Hisbollah sagen, macht ein bisschen Scharmützel, aber übertreibt nicht. Wir wollen euch behalten als Statthalter. Ob das funktioniert oder nicht, ich weiß es nicht. Wir haben anfangs gesagt, dass die Bevölkerung im Norden des Landes zur Evakuation aufgefordert wird, und zwar ultimativ. Also es kann niemand sagen, er bleibt zurück. Das würde eigentlich für mich darauf hinweisen, dass entweder eine Eskalation seitens der Iraner befürchtet wird oder dass die Israelis eine Eskalation planen, quasi. Weil das Hauptproblem Israels nach diesem 7. Oktober ist, dass sie die Abschreckung verloren haben. Und wenn Israel keine Abschreckungskraft hat, dann wird es nicht lange existieren. Ich meine, so brutal das auch klingt, aber ohne militärische Überlegenheit hat Israel hier null Chancen zu überleben. Und deshalb ist ein Schlag gegen die Hamas nun sehr wichtig, weil wenn es sich herumspricht, man kann die Israelis, kann man 200, man kann 200 Geiseln entführen und man kann 2000 Leute umbringen, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Okay, man muss Dann nicht ist weiter der erzählen. Staat eigentlich fertig, dann hat er abgewirtschaftet. Jetzt könnte man ja eben auch, wir wollen ja nicht in der Düsternis schwelgen, so finster natürlich das alles anmutet. Ich würde jetzt auch noch das Argument hier vielleicht einbringen wollen, auf die Befürchtung, dass jetzt aus diesem Nahen Osten sozusagen ein Pulverfass, ein Balkan des 21. Jahrhunderts gewissermaßen eine Art Weltenbrand entstehen könnte. Der Iran mischt sich ein, wir haben China, wir haben Russland, das sind jetzt eher ja, Verbündete mit dem Iran, die da Annäherung haben. Die Amerikaner natürlich auf der Seite Israels. Joe Biden hat ja entsprechend jetzt eine Rede gehalten, hat gesagt, wir sind die unverzichtbare Weltmacht, es sind Flugzeugträger der Vereinigten Staaten in diese Regionen unterwegs. Also man könnte sich ja so ein Szenario ausmalen, dass jetzt in diesem Nahen Osten auch diese
diese Leviathane und Behemoths und Raubtier-Großsupermächte da aufeinander losgehen. Meine Intuition sagt mir aber, das Interesse sowohl auf der chinesischen wie auf der russischen wie auf der amerikanischen Seite und wie auch, wie du jetzt gesagt hast, auf der arabischen Seite, diese Situation vulkanartig zum Ausbruch bringen zu lassen, ich glaube, das überwiegende Interesse geht da dagegen. Ich glaube, die ganz großen Alpha-Tiere auf diesem Planeten werden dann schon sagen, Entschuldigung, nein, wir wollen das nicht. Das ist eine Konstellation, die die ganze Welt zerstören wird. Also nicht wie vor dem Ersten Weltkrieg, wo vielleicht alle geglaubt haben, doch, doch, wir gewinnen dann, wir sind sicher die, die gewinnen und der Krieg lohnt sich dann und wir stehen dann sicher auf der richtigen Seite. Also das wäre so etwas ein zuversichtliches Argument zum Schluss, dass bei allen Gräueln und bei aller Fürchterlichkeit zumindest dieses dritte Weltkriegsszenario, das kann man in den Bereich des vielleicht sehr, sehr Unwahrscheinlichen rücken. Wie beurteilst du das? Der Biden war ja hier und der Blinken war hier und der Verteidigungsminister war hier aus Washington und es war der Scholz da und der Brite war da. Also es gibt eine diplomatische Luftbrücke im Moment nach Israel und die sagen alle, sie wollen humanitäre Hilfe für die Palästinenser. Das ist okay, das wollen sie sicher auch. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich glaube, die kommen hierher, um den Netanyahu in die Pflicht zu nehmen, um zu sagen, übertreib nicht. Der Biden hat das ja auch quasi wörtlich gesagt. Und der Netanyahu ist eigentlich ein risikoscheuer Mensch. Wenn möglich, bisher wenigstens, geht er keine Risiken ein. Aber die Spannung im Raum ist im Moment so groß, dass es nur ein Missverständnis braucht. Eine Rakete, die abgeht, ohne dass man sie will und vielleicht 10 Leute trifft, hier oder auf der anderen Seite. Die Spannung ist so groß, dass sich daraus im Nu, ohne dass das eigentlich irgendjemand will, außer Hamas im Moment, dass sich daraus wirklich ein größerer Krieg entwickeln könnte. Das finde Aber ich hoffen wir das nicht. Ein ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich auch noch ein Argument, das wir hier hören. Man vergleicht dann immer gerne mit dem Yom Kippur-Krieg 1973 und sagt, ja, damals war ja die Existenz von Israel wirklich akut bedroht, weil die Armeen von Syrien und von Ägypten quasi angegriffen haben. Und da sei ja die Hamas keine existenzielle Bedrohung. Ich halte das für eine Verharmlosung. Ich glaube, man unterschätzt damit eben genau das, was du jetzt sagst, diese Eigenlogik des Hasses, diese sozusagen diese Zwangsläufigkeit, die auch absurde Zwangsläufigkeit, die entstehen kann, wenn eben eine Situation eskaliert, wenn die Emotionen dermaßen hochgekocht werden, wenn solche Gräueltaten passieren, dann zurückgeschlagen wird im asymmetrischen Bereich, die Missverständnisse, die gewollten Missverständnisse, die Opfermythen der arabischen Welt, wo sich alle plötzlich identifizieren und sagen, jawohl, jetzt kommen die Robin Hoods der Hamas und man wirft alles in einen Topf und plötzlich gehen die Iraner auch rein in der Hoffnung, dass vielleicht das Ganze, dass die feigen Westmächte sich da sowieso nichts getrauen und so weiter. Also eben die existenzielle Gefahr für Israel scheint mir durchaus gegeben zu sein heute, auch wenn man die Hamas nicht vergleichen kann mit der syrischen und der ägyptischen Armee damals. Wie beurteilst du das? Ist Israel existenziell bedroht im Moment? Heute nicht, auch wenn 150.000 Leute auf der Flucht sind. Also man muss sich das vorstellen, ein stark bewaffnetes Land wie Israel mit Hightech-Armee und, nimmt 150.000 Leute aus dem Norden und aus dem Süden ins Zentrum des Landes oder ans Tote Meer, weil es dort so gefährlich ist. Also das ist schon, mir hat das mal vor 2 Jahren, hat mir das ein ehemaliger Sicherheitsberater von Netanyahu, hat mir gesagt, im schlimmsten Fall würden wir die Gegend, also würden wir Leute abziehen, bis der Krieg vorbei ist. Und ich habe nachgefragt, ist das möglich? Also ich habe mir das nicht vorstellen können. Also doch, wir haben Pläne in der Schublade, wir können die einfach rausziehen. Und das passiert jetzt. Also das ist ein Alarmzeichen. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass Israel seine Abschreckungskraft wieder herstellt. Und das
bedeutet grausames Vorgehen. Man kann es nicht anders sagen. Wenn das, und das sind nicht Vergeltungsschläge, wie das oft genannt wird, sondern das sind quasi notwendige Schläge aus der Sicht Israels, notwendige Maßnahmen, um wieder der böse Bube in der Region zu sein. Wenn das Image weggeht, dann gibt es genügend Interessenten, die dem Land an den Kragen gehen wollen. Das Wall Street Journal hat in einem Kommentar, in einem Leitartikel geschrieben, dass die Leute, die den Israeli jetzt aufnötigen wollen, ja keine zivilen Toten zu machen, also nicht das Ziel, möglichst viele zivile Tote zu machen. Wenn man sagt, ihr dürft gar keine machen, dann würde man damit den Israeli das Recht auf Selbstverteidigung absprechen, weil eben der Feind, der Gegner, ja genau die eigene Zivilbevölkerung als Schutz benutzt. Also hier glaube ich, das ist auch ein wichtiges Argument, das du jetzt gebracht hast, dass die Leute auch von hier in Europa, die das vielleicht nicht so gut kennen, natürlich wie du, dass sie sich auch hineinversetzen können in diese fürchterliche Kriegslogik eines asymmetrischen Kriegs und dass man eben nicht Hamas und Israel wie zwei quasi gleichrangige Gegner, die jetzt halt Krieg führen, gegeneinander betrachten kann. Das ist eben nicht explizit meines Erachtens nicht der Fall und auch aufgrund deiner Einschätzung, also so habe ich dich verstanden, diesen Fehler darf man nicht machen. Das stimmt. Wenn man mit Israel spricht über die Lage und was zu tun sei und die Nachbarn, also im Nahen Osten, dann kommt eigentlich immer, immer der Satz, ja, wir sind halt nicht die Schweiz. Oder? Und wir haben, wobei, vielleicht hat das vor 60, 70, 80 Jahren war das nicht, wäre der Vergleich nicht richtig gewesen. Aber heute sind sie alle überzeugt, wenn wir Nachbarn wie die Schweiz hätten, dann könnten wir die Armee abschaffen. Ein bisschen übertrieben gesagt. Aber eben, das ist nicht so. Pierre, meine letzte Frage, die unmöglichste Frage aller Fragen, die schwierigste aller Fragen, die hast du dir vermutlich auch schon millionenfach gestellt und jetzt vielleicht in verschärftem Maße. Was muss passieren, damit Frieden einkehrt? Was wäre jetzt das Damit Wichtigste? Frieden, danke. Ja, was heißt Frieden? Heißt das einfach Waffenruhe oder heißt das eine Nahostunion, wo alle schön zusammenarbeiten? Ja, was wäre Was muss deine passieren? Vision? Was ist sozusagen die Summe deiner Überlegungen Okay. unter Berücksichtigung jetzt dieser jüngsten Fürchterlichkeiten? Was würdest du sagen, wäre jetzt dein, ja, nennen wir es doch dein Wunschtraum? Was müsste passieren, damit das Gute wieder regiert? Ich bin da sehr pessimistisch, obwohl ich ein optimistischer Mensch bin. Aber ich sehe einfach, wie die Leute denken, wenn mir einer im Gazastreifen, den ich erwähnt habe, wenn der sagt, wir sind stolz auf diese Hamas, dass sie es den Israelis gezeigt haben, da muss ich sagen, okay, dann soll er stolz sein. Aber mit dem kann man keinen Frieden machen und man kann keinen Dialog führen. Deshalb bin ich sehr pessimistisch und auch die Bevölkerung hier, also der muss man im Moment nicht kommen, wir müssen einen Frieden machen mit der Hamas, weil die kochen vor Wut wegen diesen Dingen, die ich anfangs gesagt habe. Und das wird im Moment bis auf Weiteres sehe ich da eigentlich nichts. Also das Szenario vielleicht, um hier noch einen allerletzten Punkt zu setzen, die Hamas vernichten und dann mit den Palästinensern einen Frieden finden, ist das reine Illusion. Hat jetzt quasi diese Gewalt, auch diese Solidarisierungseffekte, hat das nun eine ganz neue Qualität gebracht, dass man eben auch hier nicht mehr die Palästinenser und die Hamas so eindeutig voneinander trennen kann. Das israelische Militär hat den Auftrag, die Hamas zu vernichten. Und das kann monatelang gehen. Ich glaube nicht, dass die Israelis die Kraft haben, monatelang 350.000 Leute unter Waffen zu haben. Das ist bei einer Bevölkerung von 9 Millionen ist das nicht wenig. Und ich glaube auch nicht, dass Israel das diplomatische den diplomatischen Goodwill bekommt, um das während Monaten zu machen mit den Bildern, die dann ins Ausland kommen. Deshalb
glaube ich nicht, dass das Ziel, das der Armee gegeben wurde, die Hamas zu zerstören, scheint mir reichlich unrealistisch zu sein. Angesichts eben der Bilder und des diplomatischen Drucks, der dann kommen wird, das schon angefangen hat. Ich meine, Herr Biden hat das ziemlich deutlich gesagt, übertreibt nicht. Ja, das sind ja doch jetzt düstere Ausblicke. Hoffen wir, dass irgendetwas passiert, was vielleicht dem Ganzen eine neue, vielleicht ungeahnte Dynamik gibt. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ja, wünsche dir natürlich alles Gute da weiterhin. Wirst du übrigens in Israel bleiben oder hast du dir sicher auch schon überlegt, in die Schweiz zurückzukommen? Was ist da der Stand der Dinge? Ja, Bleibst du? ist immer wieder ein Thema, aber ich habe immer noch das Vertrauen, ich bin eben Optimist im Prinzip, dass es schon gut gehen wird. Aber mal sehen. Ich hoffe, ich Okay. täusche mich nicht. Alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Sehr wichtig Danke. im Moment hier mit klaren, und ich spüre es auch, du bist bei aller Aufgewühltheit, das muss ja auch dich mitreißen, strahlst du eine unglaubliche, ja, ich sage jetzt einmal professionelle Kühlköpfigkeit aus, um dieses merkwürdige Wort zu verwenden. Also vielen Dank und alles Gute. Danke, schönes Wochenende. Gleichfalls.